Welcome to the Bali. My name is Abseline Hehakaya. I'm head of cinema here at the Bali, which means that I get to choose the films that play here, or choose people that select films that play here. And today it is a very special day because one of my personal heroes is here. Two of my personal heroes are here. But before we're going to listen to our distinguished guests, there are some technical things that we should go through. There is a lifeline to the English language you have gotten. So let's try out if that works. Maybe the translators can say hello. And if your device doesn't work, then raise your hand and we will arrange for you to get a new one. There are... Wow! Please raise your hands again. Are the translators still talking and you don't hear anything? Hmm? Everybody has switched to channel 3? Oh, just raise your hands if you don't hear anything. That was the idea. It's not a big deal. We can still wait. Is it working now for you? Can the translators please talk again so we can check if everybody is connected. There in the back. Maybe one last time, the translators, can you please talk again? Then I think we are all set to go. Welcome again to the Forum on European Culture, the third day already, and a warm applause for Arnold Grunberg and Ulrich Seidel. Abseline, vielen Dank. Einen schönen Nachmittag, meine liebe Damen und Herren. Herzlich willkommen an diesem schönen Tag im späten Frühling. Das Gespräch wird also auf Deutsch geführt. Wenn Sie schon öfter hier waren, wissen Sie ungefähr, wie es abläuft in dieser Reihe. Ich werde ungefähr eine Stunde mit meinem Gast reden, vielleicht etwas länger, wenn wir uns nicht langweilen. Und danach haben Sie Zeit, um dann wirklich kluge und intelligente Fragen zu stellen. Aber bitte, sage ich jetzt schon. Andere nicht. Andere nicht. Und bitte Fragen, also keine Monologen, keine Anekdoten aus dem eigenen Leben oder solche Sachen. Denn da bin ich wirklich brutal, da breche ich Ihnen ab. Das sage ich Ihnen jetzt schon. Also gut, Herr Seidel ist mein Gast heute, ein wichtiger, weltberühmter Regisseur von verschiedenen Filmen. Ich nenne nur Paradies-Trilogie, Dog Days, Hundstage, Models, In the Basement, im Keller, Import-Export, die Sie vielleicht vor ein paar Stunden hier in der Bali gesehen haben. Ich selber bin Arnold Grunberg, Schriftsteller und Kolumnist und so weiter und so weiter. Und jetzt fängt das Gespräch an. Herrn Seidel, kurz bevor wir uns trafen, habe ich auch mit Ihrem Assistent, Ihrem liebenswürdigen Assistent geredet, Martin, und der hat mir gesagt, Herr Seidel fürchtet sich etwas, dass er jetzt über Europa reden muss. Martin und dann, ist nicht mein Assistent. Ihre Kollegen, wie soll ich das sagen, Ihre... Nein, das Freund, ist mein Begleiter. Ihren Begleiter. Ein noch schöneres Wort, besser als Assistent. Ihren Begleiter hat dann gesagt, also Herrn Seidel fürchtet sich etwas, dass er über Europa reden muss. Und dann habe ich schon Ihnen und auch Martin gesagt, und ich will das jetzt wiederholen, keine Angst, wir werden nicht über Europa reden, oder jedenfalls nur über Umwegen. Sie haben selber in 2012 in der Süddeutschen Zeitung gesagt, meine Filme handeln zwar von der Liebe, aber nicht unbedingt vom Glück. Und wie Sie wissen, einige Leute meinen, Gott ist Liebe und wir können vielleicht auch sagen, Europa ist Liebe oder sollte es sein. Also wenn wir über Liebe reden, reden wir auch über Europa. Sind Sie damit einverstanden? Bin ich völlig einverstanden. Gut. Gehen wir weiter.
Auf Ihrer Homepage, die erste Frage eigentlich, wer sind Sie eigentlich? Und da haben Sie eine schöne Liste mit Sachen, der Sie sind. Sie kennen die Liste, aber die Leute im Publikum vielleicht nicht. Herrn Seidel stellt sich vor auf seinem Homepage, und zwar mit diesen Berufen oder mit diesen, ja, mit diesen Wörtern. Also erstens Regisseur, Drehbuchautor, Produzent, Voyeur, Menschenverachter, Zyniker, Sozialpornograf, Unhold, Provokateur, Pessimist und dann zu guter Letzt Humanist. Das stammt alles nicht von mir. Aber es ist eine schöne Reihe. Ich habe das so begriffen, dass Sie am mindesten sind Sie Humanist und am meisten sind Sie Regisseur. Stimmt das? Ja, Humanist so bin ich ja erst mit, im Laufe meiner Filmarbeit geworden. Ja. Also würde ich jetzt sozusagen durchblättern durch die Kritiken im Laufe der letzten 20 Jahre, dann war ich ja zunächst einmal über sehr lange Zeit Menschenverachter und Sozialpornograf. Das Bild hat sich dann sukzessive ein bisschen gewandelt, vor allem ab dem Moment, wo ich Spielfilme gemacht habe, sogenannte Spielfilme. Vorher habe ich ja sogenannte Dokumentarfilme gemacht, die natürlich auch keine Dokumentarfilme waren. Aber offensichtlich haben sich die Kritiker dann leichter getan, mit Spielfilmen sozusagen mich als Humanist einzustufen. Beim Dokumentarfilm war ich eher der Menschenausbeuter. Und hat Ihnen das gestört, diese Bezeichnungen von Menschenverachter? Nein, es ist ja klar, man stellt sich ja mit den Filmen, die man macht, in die Öffentlichkeit. Und es haben aber ein paar Leute nicht so wirklich verstanden, was ich damit meine. Ja? Also natürlich mache ich keine Filme, um sozusagen Menschen auszustellen oder auszubeuten, sondern ganz im Gegenteil. Ja. Aber nachdem die Form, so wie ich begonnen habe, Filme zu machen, auch eine sehr ungewöhnliche war und indem ich mich nicht gescheut habe, Menschen vor die Kamera zu nehmen und sie als quasi normale Menschen vor die Kamera zu nehmen und nicht sozusagen in einer Form des Mitleids, hat man sozusagen damit nicht umgehen können. Ja. Also ich finde, die Beurteilung oder die Verurteilung liegt ja immer im einzelnen Zuschauer selbst. Meine Filme zeigen Menschen Situationen, erzählen Geschichten, aber die Beurteilung und Verurteilung liegt im Zuschauer selbst, weil es mit einem selber zu tun hat. Es ist sozusagen, jeder Zuschauer sieht einen anderen Film, obwohl er denselben Film sieht, weil er von sich aus sozusagen von sich aus beurteilt. Und auch damit reagiert mit auf eigene Weise, weil die Tabuverletzungen, wovon doch einige von Ihren Filmen handeln, kann man das so sagen? Sind das Tabuverletzungen? Also es geht nicht darum, sozusagen einen Film zu machen, das wäre eine ganz falsche, ganz Stoßrichtung zu sagen, was könnte ich denn für Tabus verletzen, was könnte ich denn für einen Film machen, der Tabu verletzt, sondern ich gehe natürlich Themen an und Thematiken an, die sozusagen gesellschaftsrelevant sind, wie zum Beispiel in Import-Export ja sehr viel in einer Geriatrie spielt. Und das ist offensichtlich für viele eine Tabuzone. Also das liegt sozusagen auch in unseren Gesellschaften, dass der Tod und das Sterben tabuisiert ist bis zu einem bestimmten Grad. Wir wollen dort gar nicht hinschauen. Und natürlich ist es für mich dann wichtig, dass selbst in einem Spielfilm und in einer Mischung sozusagen als realer Schauplatz, das findet ja auf realen Schauplätzen statt, das sind keine Statisten, die man quasi ins Bett legt. Und dadurch sozusagen bekommt es auch eine ganz andere Intention und Emotion für den Zuschauer, weil er weiß, das ist echt. Und wenn er sozusagen, würde ich jetzt hier das mit Statisten belegen, dann ist die Wirkung nur halb so groß. Meinen Sie, es ist auch Ihre Aufgabe als Regisseur, um die Zuschauer zu verführen, dahin zu schauen, wo sie eigentlich nicht schauen wollen? Das ist auch meine Aufgabe, ja. Also ich glaube sozusagen, es ist meine Aufgabe, mit meinem Blick ein wenig über die Welt zu erzählen, aber zu dem Thema über die Welt zu erzählen. Es geht nicht um Objektivität, es geht sozusagen um ganz bestimmte Absichten und sozusagen den Zuschauer auch, wenn man so will, zu verführen, die Dinge anders zu sehen. Ja. Etwas haben Sie da schon gesagt, was Sie gerade auch wiederholt haben in einem Interview mit The Guardian. Ich zitiere mal auf Englisch, weil das ist ja auch auf Englisch erschienen. A protracted scene in the end of Love, in which a group of women maul a young Kenyan man before mocking him for his failure to become aroused, was especially difficult for the cast to perform.
The women were not open enough. The next night I made them do it all over again. That's what sie sagen. His tone, also your, also was sie sagen, his tone is faintly headmasterly. Und dann sagen sie, was sie gerade auch gesagt haben. If the viewers have a problem with my films, it may be that they have a problem with themselves too. Also als die Zuschauer ein Problem haben mit ihren Filmen, dann haben sie eigentlich ein Problem mit sich selber. Sagen Sie als Therapeut? Würde ich so mal sagen, ja. Ja. Also die meisten Menschen haben natürlich kein Problem mit meinen Filmen, sonst würden die Filme auch nicht zum Erfolg führen. Ja. Aber es gibt welche, die sozusagen sich selber, also meine Filme sind auch so ein bisschen ein Spiegelbild unserer selbst oder unserer Gesellschaften. Und es gibt ja Leute, die wollen nicht so genau hinschauen oder haben ein Problem damit, was sie sehen, sei es mit dem Milieu, sei es mit den Menschen, die sie sehen, und sind versucht, es vorzuverurteilen. Ja. Ja. Und, aber Schuld ist der Filmemacher natürlich. Ja. Immer. Das ist klar. Vielleicht können wir mal eine Szene sehen, worüber Sie gerade geredet haben in diesem Interview, also in The Guardian. Mogen wir das erste Fragment sehen? Szene aus ihrem Film Paradies Liebe. Es geht um eine Frau aus Österreich, Teresa, die nach Kenia geht und Liebe sucht. Kann man das so sagen? Liebe findet, Liebe und Sex. Liebe sucht oder einen Mann sucht oder das Glück sucht, das Glück. Zärtlichkeit sucht, Aufmerksamkeit sucht. Also all das, was sie anscheinend sozusagen in ihrer Heimat in Österreich in dem Fall nicht bekommt. Weil sie zum Beispiel den Schönheitsvorstellungen der Allgemeinheit nicht entspricht. Ja. Weil sie über 50 ist, weil sie übergewichtig ist und damit ein Problem hat in dieser Gesellschaft. Ja. Sie zahlt etwas für die Liebe, das darf man doch sagen, oder? Ja. Man zahlt immer für die Liebe. Genau, das haben Sie gesagt. Sie haben gesagt, eigentlich ist das, Sie waren ja länger Zeit in Kenia, haben für längere Zeit Recherchen gemacht, auch für diese Filme, so wie Sie das für alle Ihre Filme machen. Und dann haben Sie in mehrere Interviews gesagt, eigentlich brauchen wir das gar nicht zu verurteilen, diese Art von Sextourismus, was ein schwieriges Wort ist, das ist ja schon fast eine Verurteilung, finde ich, weil es ist für die beiden Seiten eigentlich eine günstige Transaktion. Also es gibt nur Gewinner da. Ist das so? Naja, das würde ich nicht so sagen, es gibt hier auch Verlierer, aber was ich damit sagen möchte, es gibt nicht auf der einen Seite die Täter oder Täterinnen und auf der anderen Seite die Opfer. Das gibt es nicht. Also ich finde, es ist ein gegenseitiges Geschäft, das mal funktioniert und mal nicht funktioniert, aber jeder ist bereit, sozusagen auf dieses Geschäft einzugehen und nicht nur in Kenia, sondern auch woanders, auch bei uns ist die Liebe sehr oft ein Geschäft, wenn auch vielleicht Geld keine Rolle spielt. Also dort spielt Geld eine Rolle, aber sozusagen bezahlbar. Es ist bezahlbar und dafür bekommen die Frauen auch was und sie sind gerne damit einverstanden, was sie eben sonst nicht bekommen. Was meinen Sie genau mit bezahlbar? Und deswegen ist das auch nicht zu verurteilen. Bezahlbar meinen Sie damit, dass es nicht zu teuer ist? Oder? Naja, es findet auch anders statt. Ich finde sozusagen, das Tabu ist auch ein wenig, dass es hier um Frauen geht. Ja? Also
Männersextourismus, wenn man schon das Wort jetzt strapazieren, ist natürlich etwas akzeptierter. Akzeptiert, ja. Da findet man nichts dabei, da kann man Witze drüber machen. Auf dieser Seite schaut es anders aus. Ja. Also die meisten Frauen, die ich kennengelernt habe, die sogenannten Sugar Mamas, mit denen ich Gespräche geführt habe und so weiter, haben mir gesagt, dass sie das, was sie hier tun, zu Hause nicht sagen. Also sie sind quasi mehr oder weniger geheim hier. Ja. Ja. Weil sie genau wissen, sie werden hier verurteilt und es finden viele Leute ganz, ganz unmöglich. Ja. Was ich auch bei den Zuschauern später gesehen habe, dass viele Frauen das ganz unmöglich finden, wenn man sich es nicht vorstellen kann. Aber man muss sich fragen, warum passiert diese Art von Geschäft oder diese Art von Liebesbeziehungen ja nicht nur in Kenia, sondern weltweit. Das muss ja Gründe haben. Mhm. Und insofern muss man sich eigentlich nur fragen, ja, warum? Und was die Gründe sind sozusagen, liegen meiner Ansicht nach in unseren Gesellschaften, wo eben sozusagen man unter bestimmten Zwängen auch leben muss, wo Schönheit auch etwas ist, was, also wir leben grundsätzlich in einer medial beschönigten Welt, die vorgegeben ist. Also wir leben in einer Welt, die sozusagen uns ein Bild tagtäglich, Bilder liefern, Bilder geben, und wir glauben, wir leben in dieser Welt, aber sie schaut eigentlich ganz anders aus. Und eigentlich sagen Sie, jedenfalls so habe ich diesen Film verstanden, dass es für Männer viel leichter ist, um abzuweichen von dieses Schönheitsideal. Und für Frauen ist das viel härter. Das ist so. Das ist eigentlich unfair. Ich kann es nicht ändern. Nee. Also ich werde es auch mit dem Film nicht ändern. Man muss aber nur wissen, ja, es ist ja auch die Schönheit, ist ja erstens auch eine kulturelle Frage, oder vor allem auch eine kulturelle Frage. Ja? Also so jemand wie diese Frauen, die Sie jetzt hier gesehen haben, sind in Afrika ja sehr schöne Frauen. Und woanders auch. Also die Männer, mit denen Sie gesprochen haben, haben gesagt, diese Frauen finden wir schön. Ja. Und das haben Sie manchmal gesagt. Ein bisschen zu alt natürlich. Manchmal etwas zu alt. Und, weil es geht natürlich hier meistens, funktioniert es über sozusagen auch diese große Distanz zwischen jung, die Männer sind meistens sehr jung, sehr schöne Männer, und die Frauen sind meistens doch an die 50 ja. oder viel älter. Und die Männer haben gesagt, für uns funktioniert das Geschäft. Man kann es auch nicht sozusagen in einen Topf schmeißen. Es gibt die unterschiedlichsten Arten der Beziehungen dort. Ja. Es gibt sozusagen sehr schnelle, rein sexuelle Beziehungen. Es gibt Beziehungen, die sich sehr lange anbahnen. Ja. Und das Beste ist für die schwarzen Männer, wenn es eine längere Beziehung ist, weil längere Beziehung ist mehr Geld. Ja. Also das heißt, immer wieder fließt Geld. Ja. Also die Gescheitern legen das so an, dass es sozusagen langsam anfängt und dann vielleicht Jahre dauert, oder die Frau kommt dann eben mehrmals im Jahr und so. Das ist das Klügste natürlich. Ja? Also gelingt nicht allen. Und, aber viele Frauen sozusagen, die damit scheitern, kommen dann wieder und suchen sich einen anderen. Also man ist auch irgendwie, wenn man das einmal anfängt, kommen sie schwer davon los. Was mich so berührt hat in diesem Film, ich will nicht zu viel verraten, denn Sie sollen, wenn Sie diesen Film noch nicht gesehen haben, diesen Film unbedingt sehen, ist, dass Teresa ist an einem gewissen Punkt enttäuscht, wenn sie herausfindet, dass ihre Geliebte, ihr erster Geliebter, eine Frau hat und ein Kind. Und dass der Frau, von dem sie denkt, dass es seine Schwester, eigentlich seine Ehefrau ist. Und dann wird sie wütend. Und das ist ziemlich emotional, fand ich, denn sie fühlt sich dann doch betrogen. Ja, sie fühlt sich betrogen, weil sie natürlich sozusagen gerne ein anderes Bild sozusagen sehen wollte. Also wenn diese Frauen genau hinschauen, würden sie schon sehen, was die Wahrheit ist. Ja. Aber man betrügt sich auch gerne selbst, wenn man die Liebe sucht. Das ist interessant. Also nicht nur das Publikum, also wir betrügen uns selber, aber auch ihre Protagonisten. Ja. Und wo sind Sie dann? Sind Sie außerhalb von dieser Betrugsverführung? Können Sie klar sehen, oder, und wie machen Sie das? Nein, ich bin genauso wie jeder Zuschauer oder wie jeder Akteur in meinen Filmen. Also ich agiere ja auch aus dem heraus, aus dieser Welt heraus, die ich vorfinde erstens und aus der ich heraus schöpfe. Ja. Also für mich ist es ja ganz wichtig, dass ich meist über einen sehr langen Zeitraum dort vor Ort Recherchen mache. Und zunächst einmal auch die Menschen, in dem Fall die Beach Boys, das kannte ich ja alles nicht,
kennenlerne, ihre Lebensumstände, ihre Absichten. Und natürlich bekomme ich dann ein Bild und weiß ungefähr, wie das funktioniert dort. Und erst dann sozusagen fange ich sozusagen den Film an, also lange Zeit später, wobei es vorher ein Drehbuch gibt. Aber das Drehbuch sozusagen ist quasi zunächst ein Papier, wo man die Geschichten schreibt, wo man die Charaktere schreibt, wo man sozusagen seine Vorstellungen schreibt. Und mit dem Recherchen und mit der Besetzung des Films ändern sich und verändern sich viele Dinge. Und oft, gerade bei diesem Film, ist die Geschichte dann ganz anders geworden, als sie ursprünglich geschrieben und gedacht war. Aufgrund der Dinge, die ich dort vorgefunden habe, aufgrund der Menschen, die ich kennengelernt habe, aufgrund der Sugar Mamas genauso wie der schwarzen Kenianer. Können Sie da ein Vorbild geben, was sich geändert hat? Ich habe zum Beispiel geschrieben, dass ihr Hauptfreund sozusagen, den es gibt ja viele Nebenbeziehungen, dann, wie sie enttäuscht ist, ihr Hauptfreund sollte Muslim sein. Und das habe ich nicht gefunden. Also ich habe es nicht gefunden. Ich habe schon Muslime gefunden, die genau das betreiben. Aber ich habe keinen gefunden, der für den Film sozusagen für mich geeignet gewesen wäre. Oder eine zweite Geschichte. Es war geschrieben, dass der Film damit beginnt, dass die Theresa schon zum zweiten oder dritten Mal nach Kenia kommt und ihre Beziehung dort aufnimmt. Und bei der Recherche, ich bin natürlich im Vorfeld mit den jeweiligen Schauspielerinnen auch nach Afrika gefahren und habe einmal, um zu sehen, wie sie dort agieren. Also wenn ich Leute besetze, dann besetze ich sie nicht einfach, weil ich denke, sie können gut spielen, sondern das ist ein sehr, sehr langer Weg. Und letztendlich endet der Weg dort und sozusagen, da gibt es viele Schauspieler, die optional mitmachen. Und letztendlich musste man auch ausprobieren, ob diese Frauen, die hier spielen und vor allem die Hauptdarstellerin, überhaupt sich darauf einlassen kann, psychisch und physisch mit ihrem Körper und mit dem auf sozusagen eine Körpernähe mit schwarzen Männern. Sonst funktioniert das ja nicht. Und, das ist gelungen, das haben wir gerade auch gesehen. Aber Sie haben auch gesagt in The Guardian, diese Szene, die wir gerade gesehen haben, war ziemlich schwierig zu filmen. Sie haben es zwei Nächte. Naja, zwei Nächte ist relativ wenig. Die Szene ist sozusagen, die dauert, glaube ich, 8 Minuten im Film. Aber um hier ein bisschen über die Methode zu sprechen, Nächte heißt man, ich versuche das Filmset oder den Filmraum so herzustellen, dass man nicht mit jeder Einstellung wiederum alles verändern muss, in der Ausstattung, im Licht etc., sondern es ist quasi ein Spielraum, der zur Verfügung steht, der technisch fertig ist. Und dann geht es darum, dass die Schauspieler, und alles Recht gehört den Schauspielern, Nebensatz, ob das jetzt Schauspielerinnen sind oder quasi Laien sind, Darstellerinnen, ist unerheblich. Also alle schwarzen Männer waren ja auch zum ersten Mal vor der Kamera. Dann muss man sozusagen versuchen, in diese Stimmung zu kommen, erstens. Und versuchen, dass man aus dieser Stimmung heraus einfach quasi real das durchspielt. Und das wird dann gefilmt. Und das hat aber auch ein Ablaufdatum, wenn nach 3-4 Stunden sozusagen ist da die Luft draußen, dann können die Leute nicht mehr. Und ich war nach den ersten Nacht, nachdem ich die Ergebnisse gesehen habe, unzufrieden, weil ich gefunden habe, es ist zu wenig stark. Die Frauen haben sich nicht wirklich getraut. Sondern sie sind mit Vorsicht an die Sache rangegangen. Und insofern habe ich es dann noch einmal wiederholt. Und was Sie im Film dann sehen, die Szenen sind ein Schnitt von sowohl vom Material aus der ersten Nacht als auch vom Material aus der zweiten Nacht. Diese Methode ist nicht neu für mich. Das habe ich schon bei Hundstag und bei anderen Filmen gemacht, dass ich sozusagen die Dinge auch immer wieder den nächsten Drehtag noch einmal von vorne starte, noch einmal das Ganze drehe. Sie sprechen von Stimmung, wie bringt man Laien, weil das sind ja meistens Laien, in eine Stimmung, um so zum Beispiel so eine Szene zu spielen? Stimmt das jetzt nicht. In dem Fall waren alle weißen Frauen Schauspielerinnen und die Schwarzen waren quasi Laien. Ja. Und die Stimmung musste ja von den weißen Frauen kommen. Und dafür sind sie auch da, dass sie sozusagen dann in Stimmung kommen. Aber die müssen dann auch echt trinken und so weiter. Ja. Weil sonst wird es nicht funktionieren. Und trinken Sie mit?
Ich instruiere die einzelnen Schauspielerinnen in dem Fall auch einzeln. Das heißt, es gibt keine, im Vorfeld keine sozusagen Lagebesprechungen für alle, sondern es gibt sozusagen Einzelbesprechungen, dass die jeweiligen Darstellerinnen nicht so genau wissen, was ist die Absicht der anderen oder des anderen. Also möglichst lange, soweit es geht, Improvisation und Spontanität zu erhalten und mitspielen zu lassen. Und niemand wusste natürlich, wie wird sozusagen der schwarze Mann in dem Fall, was wird das, wie wird das sein? Was mich wundert, ist, dass Sie immer wieder in Interviews sagen, für mich gibt es fast keinen Unterschied, um mit Laien zu arbeiten oder mit professionellen Schauspielern. Wieso wundert Sie das? Also vielleicht bin ich naiv, aber ich dachte, es gibt etwas Spezielles, wenn man ein professioneller Schauspieler ist oder man kann dann etwas mehr als ein Laien. Aber nein, meine Schauspielerinnen dürfen ja gar nicht professionell sein. Und warum? Was geschieht, wenn sie das sind? Also der Sepp Bierbichler, sozusagen einer der, sozusagen der für mich, der deutsche Schauspieler, hat gesagt, bei dir müssen wir ja spielen, als wie wir waren Laien. Ein berühmter, auch ein Schriftsteller, ein berühmter bayerischer Schauspieler. Ja. Also es geht darum, dass die eben nicht künstlich sind und nicht spielen in dem Sinn, sondern dass sie sind. Ja. Dass sie sind vor der Kamera. Und die Laien sind sowieso vor der Kamera. Bei denen geht es wieder um andere Dinge. Aber im Grunde genommen sozusagen in der Vorbereitung für einen Film gibt es nicht so große Unterschiede. Also es bekommt niemand ein Drehbuch in der Hand. In die Hand und niemand kann sozusagen irgend sich was vorbereiten in dem Sinn, sei es Dialoge schon gar nicht, weil es wird alles improvisiert, oder auch nicht Szenen. Also ich arbeite meistens so, dass erst am Drehtag selber bekannt gegeben wird, welche Szene wir jetzt drehen. Aber Sie drehen in chronologische Reihenfolgen, oder? Soweit es geht, so, ja. Und mich wundert das auch, dass Sie nie einen Dialog aufschreiben, dass Sie irgendwie das Bedürfnis nicht haben, um zu kontrollieren, dass Sie alles entstehen lassen am Zähne, also durch Improvisationen. Weil ich glaube daran, und das hat meine Erfahrung, hat sozusagen sukzessive mich gelehrt, dass es viel spannender ist und ich viel spannendere und intensivere Szenen sozusagen ermöglichen kann, wenn zum Beispiel Schauspieler, Professionisten mit Nicht-Schauspielern zusammenspielen. Also das heißt, es gibt kein Netz. Es gibt nicht, also wenn Schauspieler zusammenspielen, werden die Dinge vorweg besprochen, sich ausgemacht. Man weiß, man kann sich auf den verlassen, weil der ist eben auch Schauspieler, so wie ich und so. Ja. Und das gibt es bei dieser Art der Inszenierung nicht. Man weiß nicht, was der Laie macht. Also ich weiß es schon, aber man weiß es trotzdem nicht. Ja. Und insofern sozusagen entstehen dadurch viele Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Das kann mal schlechter sein, mal besser sein. Aber aus dieser Situation heraus würden sie nie so eine Echtheit bekommen, wenn die Leute mit gelernten Dialogen am Set kommen und sozusagen, auch wenn sie gut sind, wird das nie diese Art von Echtheit haben, die ich hier fordere. Und die Art von Echtheit, damit meine ich, dass der Zuschauer sozusagen auch den Film sieht und er gar nicht weiß, sozusagen, ob das jetzt Professionisten sind oder nicht Professionisten sind, sondern meint ja, das könnte auch genauso gut mein Freund, meine Mutter, meine Tante, mein Nachbar sein. Oder ich. Oder Sie. John Waters hat gesagt, Fassbinder ist tot, darum hat Gott uns Ulrich Seidel gegeben. Danke, John Waters. Das finden Sie was nicht ganz stimmt. Aber sehen Sie, warum er das gesagt hat? Nein, Fassbinder war nicht, also ich liebe Fassbinder, finde, aber er war nicht mein Vorbild. Er war nicht Ihr Vorbild. Wir gehen jetzt zum anderen Art von Lieben. Wir haben kurz gesprochen vom Lieben in Kenia, etwas vom bezahlte Liebe. Ich möchte jetzt das Fragment Glauben sehen. Du bist das verletzbare Herz. Das ist unsere Rettung.
Was soll das sein, Anna Maria? Wer sind diese Leute? Wenn jemand kommt hier, du musst mich fragen zuerst. Ich glaube an Gott. Hast du? Vater, du Schrottel, ich rede mit dir. Und Jesus Christus, der Heiligen Marien, Sohn Scheibe, der Himmel, du Schabel, der Abbas, du Heben. Maria Hofstetter, die Schauspielerin, die spielt Anna Maria, ist verheiratet mit einem Muslim, der hat sich, also er sitzt im Rollstuhl, und wie ich das verstehe, ist sie danach wieder unheimlich katholisch geworden, fast extremistisch katholisch. Sie will Österreich im Keller völlig katholisieren. Sie haben auch Probleme mit diesem Film bekommen, weil Anna Maria, diese Frau, betreibt die Liebe für Jesus auch leiblich. Kann man das so sagen? Sie masturbiert mit dem Kruzifix. Ja. Um es genau zu sagen. Ja. Das ist auch eine Lösung. Man braucht nicht nach Kenia zu gehen. Oder? Wie meinen Sie das? Wie ich das meine, ich frage mich, ob diese Frau unglücklicher oder glücklicher ist als unsere Teresa in Kenia. Und ich bin mich da nicht sicher. Schwer zu beantworten, nicht? Es gibt keine Antwort darauf. Nee. Also es sind eigentlich beide Optionen. Sie war auch so lange glücklich, glaube ich, in ihren sozusagen völliger Verinnerlichung, die dann aber auch physisch war, mit ihrem Jesus Christus, ihren Liebhaber, der gleichzeitig ihr Herr und Heiland ist und gleichzeitig ihr Liebhaber ist. Und in dieser Welt sozusagen, in die sie sich da hineinbegeben hat, nachdem ihre Ehe offensichtlich völlig unglücklich auseinandergegangen ist, das war das Vorleben. Und der Mann ist zurückgegangen in seine Heimat nach Ägypten und taucht plötzlich wieder auf nach vielen Jahren. Und mit seinem Auftauchen ist sie sozusagen damit konfrontiert, auf der einen Seite die christliche Liebe, die christliche Nächstenliebe zu praktizieren und auf der anderen Seite will sie diesen Mann auch nicht mehr haben, weil ihr Liebhaber ist Jesus Christus. Ja. Und in diesem Fundamentalismus sieht man auch, dass sie zusehends sehr unchristlich handelt und unchristlich wird. Und auf der anderen Seite sieht man auch, dass der sozusagen der Ägypter, der ja, wie er gekommen ist, vor Jahrzehnten quasi, es sehr wohl gewusst hat, das Leben in den Westen, in den westlichen Ländern zu nützen, und ist ihm auch zugute gekommen, weil all das, was er hier sozusagen angeboten bekommt, vor allem an Frauen, das kann er ja zu Hause gar nicht. Also insofern hat er lange Zeit hier gerne gelebt und gut gelebt, aber ab dem Moment sozusagen, wo er dann, und es geht, ist nach einer wahren Geschichte übrigens, nachdem er dann eines Tages im Rollstuhl gesessen ist, hat er sich sozusagen wieder darauf besinnt, auf seine Ursprünge, auf seine Heimat, auf seinen Glauben, in dem er aufgewachsen ist, und kommt zurück quasi auch als sozusagen jemand, der ganz strikte Vorstellungen hat von, was ist der Mann und was ist die Frau, und die Frau muss eigentlich dem Mann untertan sein. Und das ist sozusagen offensichtlich in beiden Religionen nicht sehr unterschiedlich, also sowohl im Christentum als auch bei den Muslims. Sie haben gerade erwähnt, eine wahre Geschichte. Ist das etwas, was Sie in einer Zeitung gelesen haben, oder etwas, was sich in Ihrer Nähe abspielt? Nein, das ist etwas, was ich habe Jahre davor einen sogenannten Dokumentarfilm gemacht, der hat geheißen Jesus, du weißt. Und da war für mich die Aufgabe, ich wollte einen Film machen über das Beten. Ich wollte einen Film machen über die Intimität des Betens. Ich finde, dass das Gebet und die Intimität, die damit verbunden ist, das größte Tabu überhaupt ist, das es gibt, das Gespräch mit Gott. Und meine Aufgabe war... Ein größeres Tabu als Sextourismus? Ja, ja. Okay. Sextourismus ist ja nur Nacktheit, ist ja nur Körper.
Und ich wollte versuchen, mit Menschen, die wirklich gläubig sind, das sozusagen vor die Kamera zu bekommen, die dann ihr eigenstes sozusagen mit Gott besprechen und vor der Kamera besprechen. Und im Zuge dieses Films habe ich eine Familie kennengelernt, eine Frau kennengelernt, die auch in ihrer Missionsglauben mit so einer Wandermutter Gottes von Haus zu Haus gegangen ist, quasi als Missionierung. Und das war die Grundidee für diesen späteren Spielfilm. Also das ist etwas, was bei mir immer wieder vorkommt, während man an einem Film arbeitet, zum Beispiel ein Dokumentarfilm, ergeben sich Ideen für einen späteren Film. Sie haben gerade gesagt, dass das größte Tabu ist das Gespräch mit Gott. Sie sind aufgewachsen in einer österreichischen Kleinstadt, wie die meisten Österreicher, ziemlich katholisch. Warum ist das für Sie so ein Tabu? Ich glaube, es ist ein gesellschaftliches, nicht für mich, aber es ist sozusagen für den, der das, der die Aufgabe, also sozusagen es zu zeigen, ja, es wirklich vor der Kamera, es sozusagen, es ist etwas, was man, das macht man nicht vor anderen Menschen. Es ist Gebet mit Gott macht man nicht mit anderen. Es ist zu privat. Es ist eigentlich viel zu privat. Also privater viel, als Sex. Ja. Sind Sie noch immer katholisch? Ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber natürlich, um es gleich zu sagen, die Wurzeln sozusagen, die sind mir natürlich nicht abgefallen und mich beschäftigt es immer wieder, sozusagen Fragen des Glaubens oder Fragen der Gottsuche. Also es ist etwas, das ich nicht verleugne, aber in dem Sinn bin ich kein praktizierender, gläubiger Mensch. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen die Suche nach Liebe und die Suche nach Gott? Oder ist das zu einfach? Bisschen einfach, nicht? Also Leute, die vielleicht die Liebe nicht finden, die suchen dann die Liebe zu Gott nicht. Oder geht es geht auch umgekehrt. Es gibt Leute, die wollten Priester werden und finden dann eine Frau und dann... Sie wollten ja Priester werden, oder? Nehmen Sie zum Beispiel. Ja. Ich wollte nicht, aber ich war bestimmt dazu. Ja. Das gibt es auch. Also Gott ist sehr oft möglicherweise ein Ersatz. Auch eine Sublimation, genauso wie Haustiere eine Sublimation sind. Ja. Auch darüber habe ich einen Film gemacht. Das weiß ich, ja, ein schöner Film. Und auch, kann man auch sagen, dass Filmemacher selber eine Sublimation ist? Oder geht das möglich, damit? Ja, möglich. Noch eine Frage. Ich würde es für mich bestreiten, natürlich. Sicher, das verstehe ich. Glauben Sie, dieser Ägypter, weil er sucht ja noch wirklich körperliche Intimität mit seiner Frau, mit dieser Frau. Glauben Sie, dass er sie noch wirklich liebt? Er sucht sie nicht, er findet, er hat das Recht darauf. Das ist ein großer Unterschied. Okay. Er hat das Recht darauf, auf seine Ehefrau. Seine Ehefrau muss ihm sozusagen auch im Bett oder sexuell sozusagen gefügig sein. Das ist etwas ganz anderes. Also so habe ich ja. Also das kann man, das würden Sie bestreiten, oder? Man hat kein Recht als Ehemann oder als Ehefrau, oder doch? Natürlich hat man nicht das Recht. Also man hat eigentlich das, die Pflicht, den anderen mit Würde zu begegnen oder seine Würde nicht zu verletzen. Nicht? Aber es ist verbreiteter sozusagen, als Sie glauben, möglicherweise. Ja. Und warum meinen Sie, weil er spuckt ja auch, das ist ja seine Ohnmacht, warum ist es für uns Menschen doch so schwierig, um diese Würdigkeit gegenüber anderen Leute, um andere Leute mit Würdigkeit zu begegnen und zu mit die Leute mit Würdigkeit, mit anderen Leuten würdig zu sehen? Es gibt auf der einen Seite Verletzungen, aus denen man heraus agiert, Enttäuschungen und Zurückweisungen. Ja? Man wird in seiner Liebe, in seiner sozusagen Liebe, die man den anderen gegenüber bringen will, wird man verletzt, wenn man zurückgestoßen wird und dann wird man böse zum Beispiel. Oder es hat auch in dem Fall damit zu tun, dass ja Religionen etwas vorgeben und einen Raster vorgeben. Das ist natürlich gefährlich. Das führt meistens, und das thematisiert ein bisschen der Film, und in der, sozusagen, wie wir wissen, wird uns das und beschäftigt es uns ja alle hier, ist das ja unglaublich, was in den letzten Jahren hier passiert ist. Aufgrund sozusagen plötzlicher Unterschiede von Religionen. Nicht? Und wenn Sie so eine Aussage machen, dann muss ich fragen, wie glauben Sie, wie das weitergeht?
weil es beschäftigt uns. Aber das kann niemand sagen. Also genauso wie man nicht wusste, dass es plötzlich da ist. Wer hätte das gedacht, dass das sozusagen in dieser Konfrontation oder was hier immer passiert, jede Voraussage ist, finde ich, nicht angebracht. Aber haben Sie Hoffnung? Was ist das für Frage? Eine wichtige Frage, und ich habe auch gedacht, das ist ein schöner Buch. Was wollen Sie hören? Nicht, ich war wirklich neugierig. Ich hatte keine, Sie können ruhig, wir sind ja unter uns. Sie können sagen, was Sie können auch hoffnungslos sein. Also man kann auch sagen, ich bin natürlich nicht hoffnungslos, aber wenn man sich die Welt genau anschaut, wie sie ist, dann ist die Hoffnung sehr klein. Ja? Also alles andere ist sozusagen sich selbst oder sozusagen ein Versuch, sich, weil man ja leben muss, die Dinge zu beschönigen und zu beruhigen. Ja? Aber in Wahrheit schaut es nicht so gut aus. Ja? Aber letztendlich, glaube ich, ist es auch gut, wenn man sich damit, und das versuche ich in meinen Filmen, man muss sich sozusagen mit den Wahrheiten konfrontieren. Nur dann ist, finde ich, eine Chance und eine Hoffnung auf Veränderung. Wenn man das nicht tut, dann werden die Dinge nach und nach verschleiert, wie alles passiert. Ja. Wie sozusagen man offensichtlich als Mensch, aus der menschlichen Natur heraus, auch nicht anders kann. Und manchmal wird es institutionalisiert, ja. Das Vergessen. Da sind Sie dann vielleicht auch etwas therapeutisch, dass Sie also sagen zum Publikum, also wenn wir genau sehen, was los ist, von daraus kann sich etwas bessern. Aber zuerst müssen wir sehen, was wirklich los ist. Nein, ich habe mit therapeutischen Dingen gar nichts zu tun, sondern ich finde Kunst, egal was es ist, ob es ein Film ist oder ein Roman ist oder bildende Kunst oder sonst was ist, hat auch die Aufgabe, sozusagen einen Blick und eine, sozusagen etwas weiterzugeben, was anders ist. Den Menschen sozusagen zu stören und zu verstören. Und das ist ein total positiver Vorgang. Ja. Ich glaube, das ist jetzt Zeit, um einen Ausschnitt aus Hoffnung zu zeigen. Du kommst nicht mehr zu mir. Du wirst nicht auf mich warten. Du wirst mir nicht nachlaufen. Du wirst mich nicht mehr anschauen. Du wirst nicht mehr mit mir sprechen. Ist das klar? Warum? Es so ist. Eine berührende Szene. Melanie Lenz ist das Mädchen, die Tochter von die Frau in Kenia, die wir gerade gesehen haben, weil die Trilogie war ja eigentlich gemeint als ein Film. Sie hatte nur zu viel Material. Sie hat Übergewicht. Ich habe sie mal gehört in einem Interview, da haben sie gesagt, wir dürfen nicht über dicke Kinder reden. Wir müssen sagen, Kinder mit Übergewicht. Also ich werde diese Fehler nicht machen. Und ihre Mutter hat sie dann geschickt in eine Art von Lager. Man darf dick, na Moment, man darf dick nicht sagen. Dick. Dick. Dicke Kinder gibt es nicht, es gibt nur übergewichtige Kinder. Übergewichtige Kinder, also sie ist dann in dieser, Melanie ist in einem Lager, Lager kann man das so sagen? Oder? Ein Diätcamp. Ein Diätcamp, Diätcamp, Verzeihung, ein Diätcamp für übergewichtige Kinder, weil ihre Mutter in Kenia ist und sie verliebt sich dann in der Arzt. Diese Szene,
Eigentlich sagt er, es gibt kein Warum. Sie fragt, warum liebst du mich nicht mehr oder warum hast du mich nie geliebt? Und er sagt, es gibt kein Warum. Ist das auch Ihre Ansicht über die Liebe? Es gibt kein Warum? Ist die Liebe so unbarmherzig und grausam? Nein, also überhaupt nicht. Also es wird sich so, wenn man sozusagen diesen Schluss hätte als Ausgangspunkt für einen Film, eine Geschichte, hätte das ja gar keinen Sinn. Ne? Aber man muss wissen, vorher wurde ja schon lange Zeit erzählt, dieses Verhältnis, wie sich das gegenseitig abgespielt hat. Und er braucht quasi einen Vorwand, um sozusagen gehen zu können. Ne? Also letztendlich schafft es er ja nicht, weil er weiß, das ist sozusagen, sie ist eine Minderjährige. Und jetzt ist es irgendwie genug. Er muss sich davon machen. Und so zieht er sozusagen einen harten Schluss. Nur weil sie minderjährig ist? Weil er weiß, dass diese Liebe verboten ist? Oder? So würde ich sehen, ja. Es gibt ja noch diese Schlussszene, wo er sozusagen, wo sie im Wald liegt, ja. und er an ihr riecht und schnüffelt und so. Das ist ja auf der anderen Seite eine Szene, wie man sieht, wie groß seine Anziehungskraft ist. Seine Sehnsucht nach ihr, auch also seine körperliche Sehnsucht nach ihr ist. Das sagt die Szene. Ja. Sie haben gerade gesagt, während des Mittagessens, dass eigentlich für Sie nicht schwieriger war, mit Kindern zu arbeiten als mit Erwachsenen. Das war für mich auch eine Überraschung. Also es geht auch nicht um die Schwierigkeit, es ist immer etwas anderes. Ja? Also ich kann, gerade mit der Paradies-Trilogie war ja unter anderem, also es ist eine lange Geschichte, wie dieser Film zustande gekommen ist, beziehungsweise wie das Drehbuch zustande gekommen ist. Aber ein Ansatz für mich war, ich möchte einen Film über Frauen machen. Weil ich das einfach immer wollte. Ich wollte mal einen Film über Frauen machen. Und genauso sozusagen fahre ich nach Kenia in dem Fall und bewege mich sozusagen unter den schwarzen Männern und versuche, mit ihnen Verbindung aufzunehmen, versuche sie zu beobachten, aber persönliche Beziehungen herzustellen, Vertrauen herzustellen. Dieselbe Aufgabe habe ich als Regisseur, wenn ich mit Kindern drehe. Und das Kind mit diesen pubertierenden Mädels und Buben zu drehen und einen Film vorzubereiten, war für mich Neuland. Aber, und insofern voll Interesse, aber in dem Sinn nicht schwieriger. Man muss nur mit anderen Regeln halb auch. Man ist natürlich hier angehalten, seine Verantwortung, die man immer hat als Regisseur, finde ich, noch einmal doppelt zu, die Latte noch einmal doppelt so hoch zu setzen. So ist es mir gegangen. Und viele Leute haben das missinterpretiert und finden den Film viel sanfter als andere. Sanfter? Vielleicht dadurch? Vielleicht mehr Hoffnung. Aber Sie haben ja auch gesagt, dass diese Kinder, diese Gruppe von übergewichtigen Kindern, war zusammen mit der Crew, mit Ihnen und Kameramann und so weiter, 4 bis 8 Wochen in eine Schule, die geschlossen war für die Sommer. Und da haben die Kinder dann gelebt, wirklich Tag und Nacht. Also die Methode, diese Szenen zu drehen für diesen Film, war diese, dass man parallel zu den Dreharbeiten des Films quasi ein wirkliches Diätcamp vor Ort veranstaltet. Also wir hatten wirkliche Betreuer für die ganzen Jugendlichen. Sie wurden sozusagen nicht jeden Tag nach Hause geschickt, sondern sie haben, solange die Dreharbeiten waren, über Wochen hin, waren sie quasi auf einem Diätcamp. Und wenn wir Szenen gedreht haben, dann sind diese Mädels und Buben drangekommen, die ich gebraucht habe, und die anderen waren sozusagen betreut über den ganzen Tag. Und also wir haben wirklich versucht, Bedingungen herzustellen, auch was das Essen anbelangt und so weiter. Das hat dann natürlich nicht immer geklappt, aber... Haben die Buben und Mädels wirklich abgenommen? Natürlich nicht, also... Sie haben auch gesagt, ich habe das auch lange recherchiert, diese Art von Diätcamps. Das Schreckliche an dieser Geschichte ist, dass das quasi diese Sucht, diese Esssucht quasi nicht heilbar ist. So gut nicht heilbar. Nicht heilbar ist, so gut wie also das bleibt einem ein Leben lang. Und es gibt wenige Fälle statistisch gesehen, die wirklich davon loskommen. Ein Mittel oder die Idee dieser Diätcamps ist ja, dass man sozusagen unter anderen Bedingungen als zu Hause, als man gewohnt ist, auch seine Essgewohnheiten verändert. Ja. Weil sehr viele Gründe sind ja oft bei Jugendlichen, dass sie einfach alleine sind.
und dass sie halt dann irgendein Essen, dass sie sich irgendwie irgendein Junkfood nehmen und sitzen dann alleine zu Hause. Und das sind andere Bedingungen und es ist schon so, dass die Jugendlichen dann abnehmen oder dass Leute, die auf St. Kim sind, abnehmen. Aber wenn sie zurückkommen in ihre angestammten Verhältnisse, dann geht es meistens wieder weiter, ja, wie bisher. Das ist die traurige Geschichte an dem. Sie haben auch gesagt, Sie haben dann genehmigt, dass die Eltern kommen dürfte an einem Tag. Es hat einen Besuchssonntag gegeben. Und dann, den Tag danach waren die Kinder unfähig zu arbeiten, weil die Eltern haben die Kinder vollgestopft mit Süßigkeiten, mit Die Getränke. Eltern wollten den Kindern was Gutes tun. Und also die Eltern sind schuld. Sind besuchen gekommen und am nächsten Tag am Montag waren sozusagen die meisten drehunfähig, weil sie sich angespieben haben und weil ihnen schlecht war, weil sie von den Eltern all die Süßigkeiten und Coca-Colas und was immer bekommen haben, die sie bei uns nicht bekommen haben und mit Übermengen sozusagen vollgefüttert waren, sagt auch etwas. Also die Eltern sind schuld? Oder als schuld? Eltern ist man immer schuld. Als Eltern, so wie der Ob man will oder nicht will, es ist leider so. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ja. Noch eine Frage über die Esssucht, die Sie gerade erwähnt haben, die unheilbar ist, haben Sie gesagt. Kann man sagen, dass diese Esssucht auch eine Sublimation von Liebe ist, so wie die Liebe vor Gott? Ja, sicher. Auch. Also eigentlich geht es hat sicher mit Einsamkeit zu tun. Ist das, wovon die Trilogie am Ende handelt, dass es da um diese Sublimation von Liebe geht? Ja, es geht sicher sozusagen um diese Sehnsucht nach Liebe, die nicht erfüllt wird. Einsamkeit ist sozusagen nachfolgend oder vorher, wie auch immer. Und es geht aber auch um die Schönheit oder um die Körperlichkeit, sagen wir nicht Schönheit. Es geht um körperlich. Das Thema ist auch Körperlichkeit. Ja. Also sowohl bei der Mutter als auch bei der Tochter, als auch bei der quasi Tante. Schwester, der Tante, die ja auch sozusagen ihren Körper peinigt und geißelt, um quasi sozusagen für die Sünden der Welt zu sühnen. Ja, es ist eine ganz andere Art von Körperlichkeit, aber das zieht sich durch. Gibt es einen Ausweg aus unserem Körper? Ja, wenn man tot ist. Das ist hoffnungsvoll. Gut. Ich glaube, es ist Zeit für Import-Export. Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. In einer lauen Sommernacht. Ja. Ich war verliebt mit über meinen Ohren. Ja. Ja, liebe Dame, oder sind Sie ein Herr? Bitte begleiten Sie mich zu meiner Mutter und das wird Ihnen wirklich gut geschenkt werden. Ja. Alles, was Sie gern haben. Sie haben einen Riesengarten und mein Vater muss ihn jetzt aufgeben. Er kann die Arbeit nicht mehr machen. Ich habe die Szene oft gesehen, aber er ist für mich noch immer sehr beeindruckend. Ich habe mein Herz verloren in Heidelberg, sagt sie. Erst etwas Praktisches. Wie drehen Sie so eine Szene? Sie haben da Recherchen gemacht. Ich drehe sie einfach. Also das ist schwieriger. Also ich habe vorhin schon gesagt, sozusagen für mich war das ganz wichtig, dass man diesen Spielfilm mit der Schauspielerin, die hier die Putzfrau ist in diesem Krankenhaus, in einem realen Ort dreht. Also auf einer Station, wo sozusagen wirklich geriatrische Patienten liegen, Leute im Sterben liegen und so weiter. Das Schwierige war, es vorzubereiten. Also wir hatten sozusagen
am Anfang zwar eine Genehmigung, aber die Genehmigung war so, dass sie unbrauchbar war, weil ich so viele Auflagen hatte, dass ich das nicht machen hätte können. Und natürlich war die Ärzteschaft, die Verwaltung, die Pfleger, alle waren dagegen. Mit der großen Ausrede, wir stören hier das Alltagsleben dieser quasi Patienten und alten Menschen. Was allerlang natürlich ganz, ganz anders war, das weiß man ja sozusagen, die haben einen routinierten Ablauf, einen täglichen Ablauf, der einfach letztendlich unmenschlich ist. Und so wie ich das beobachtet habe, sterben die Menschen dort frühzeitig an Einsamkeit, an Vereinsamung. Es gibt zu 80% keine Besuche. Das heißt, sie werden untertags vom Bett ins Badezimmer zum Essen und zurück ins Bett. Das ist die Routine. Sie werden höchst medizinisch versorgt und verpflegt, aber es gibt eben sozusagen keine menschliche Wärme, weil irgendwann einmal als Pfleger man auch das gar nicht leisten kann. Das kann man nicht tagtäglich leisten. Und wir waren sozusagen mit der Zeit, wir haben über Monate das vorbereitet, mit der Zeit quasi die Besucher, die Wärme gebracht haben für die einzelnen Leute. Und wir haben Dossiers fertiggestellt. Ich kannte, bevor der erste Drehtag war, ziemlich alle Leute dort. Und welche Vergangenheit und so weiter, ihre Gewohnheiten. Also ich wusste natürlich, was diese Frau hier sagt. Immer wieder. Das sagt sie immer wieder. Das sagt sie immer wieder. Und, aber ich weiß natürlich nicht, wenn ich drehe, ob sie das dann genau dann sagt. Aber damit ist irgendwie zu rechnen. Und die Schauspieler, die da gespielt haben, die Pflegepersonal gespielt haben und Schwestern und Putzfrauen, mussten auch immer wieder in einer Vorbereitungszeit dort wirklich arbeiten, als Pfleger, als Putzfrauen. Und dann konnte man dann hat es letztendlich mit der viel Überzeugungsarbeit, die wir geleistet haben, haben wir letztendlich das Okay bekommen. Und dann haben wir sozusagen dort gedreht und wissend, was passieren kann, oder man rechnet damit. Ja. Und für mich ist das Spannende, das ist ein Beispiel, aber es gibt in anderen Filmen viele Beispiele dafür, dass ich mit meinen Schauspielern, die eine bestimmte Absicht haben für eine Szene, in ein dokumentarisches Umfeld geht, in einen realen Raum geht, wo der Zufall eine Rolle spielt. Das finde ich das Interessante, dass das Zusammenspiel und die Möglichkeit des Zufalls und der Spontanität. Ich meine das jetzt nicht moralisch, aber wenn Sie sagen, also Monate, Wochen lang sind Sie in diese Anstalt gegangen, haben die Leute da Wärme gegeben, wie hört man damit auf? Wie lassen Sie so eine Frau alleine? Das ist sozusagen, das liegt in der Natur der Sache. Man muss es einfach so sehen letztendlich. Und das betrifft nicht nur die Menschen, sondern viele Schauspieler, die, wo es irgendwann einmal den letzten Tag gibt und die Verabschiedung gibt. Ja. Es ist wie, man macht eine Reise als Filmemacher oder als Filmcrew und man ist sozusagen eine Zeit lang mit Menschen zusammen, aber es gibt den Tag der Abreise, weil es ist auch gar nicht anders möglich. Ja. Ich kann nicht dann sozusagen den Rest meiner Tage immer wieder sozusagen das fortsetzen. Das verstehe ich. Also es ist eine Reise, es ist ein Besuch und man versucht diese Zeit miteinander zu verbringen. Aber es ist dann auch ein Ende. Haben Sie Freunde übrig gehalten an diese? Doch. Also Beweis ist ja dafür, dass es einige sogenannte Darsteller gibt, die ja immer wieder in meinen Filmen auftauchen. Und die quasi Laien sind. Ja. Ja. Also es bleibt manches und anderes verschwindet. Ja. Und es ist einfach wie im Leben überhaupt. Ja. Es bleiben Freunde, manche verschwinden, es gibt Bekannte, die man verliert und so weiter. Ist dieser Film auch in dieser Anstalt gezeigt worden? Nein, das ist nicht möglich oder das wäre auch nicht gewollt gewesen. Ja. Sie haben auch gesagt, Import-Export handelt ja von Österreich. Auch der Kenia-Film wurde nicht in Kenia gezeigt übrigens. Und dieser Film, das wollte ich gerade sagen, Import-Export, der ja auch teilweise in Ukraine spielt, wurde auch nicht in der Ukraine gezeigt, weil es keine Möglichkeit gegeben hat, nicht? Also, weil niemand das zeigen wollte. Die Zeit war noch nicht reif. Ich habe dann Jahre später in Kiew eine Retrospektive bekommen von all meinen Filmen. Aber natürlich kann man auch sagen, ist das unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja. Also es ist halt ein Filmfestival, wo interessierte Leute hingehen. Sie sind in Österreich mal Nestbeschmutzer genannt oder
solche Benamungen. Aber anscheinend nicht mehr. Nicht mehr, das war mal. Aber wenn ich das so höre, also dieser Film darf nicht in Kenia gezeigt worden, nicht in Ukraine. Sie haben gerade erzählt von einem Film während des Mittagessens, die Sie teilweise in Tschechien gedreht haben. Und da kam dann auch wieder heftige Reaktionen, dass das nicht typisch für Tschechien war. Also jeder hat über sein eigenes Land übertriebene Vorstellungen oder vielleicht zu viel Liebe. Naja, das ist so, was ich, ich denke sozusagen, es ist ein leichtes, wenn man zum Beispiel jetzt als Deutscher sozusagen dann einen Film von mir sieht, wie zum Beispiel den Keller, der rein in Österreich spielt, und sich dann lustig zu machen über die skurrilen Österreicher. Ja, aber ich könnte natürlich diesen Film auch in Deutschland drehen. Ja. Und genauso ist es ein Problem, wenn es einem selber betrifft, wie die Ukrainer oder die Tschechen oder so, dann lacht man ja nicht mehr ganz so, nicht? Weil man das Gefühl hat, man ist selber dabei. Ja? Und das finde ich wiederum das schon Tolle, was den österreichischen Film anbelangt, dass es möglich ist und war, auch diese Filme zu machen. Dass man nicht hier gegängelt wird, indem man sozusagen Filme nur dann machen kann, wenn sie eben nicht das eigene und das eigene Land anschwärzen. Und die Gefahr ist allerdings, wie wir ja da und dort sehen, dass sich das auch in Europa verändert. Um endlich einmal das Wort Europa sagen zu können. Endlich, endlich. Vielen Dank dafür. Sollen wir lernen, über uns selbst mehr zu lachen oder uns selbst, ist unsere Selbstliebe einfach zu groß? Dass wir immer die anderen lächerlich finden und fast nie... Nein, Sie sind falsch. Also ich finde die anderen nicht lächerlich. Aber das habe ich nicht gesagt, aber das Publikum. Sie haben ja gesagt, Verzeihung, dass ich Sie unterbreche, Sie haben gesagt, es ist für einen Deutscher leicht zu sagen, also die im Keller, ihre Dokumentarfilme über Österreich, das sind die fremde, schreckliche, surreale Österreicher. Es sind nicht wir. Es ist leichter, ja, aber man müsste sich eigentlich... Ich finde ja, man soll auch in meinen Filmen lachen, wie es einem gerade passiert. Wissend, dass man ja selber lächerlich sein kann und in sehr vielen Situationen im Leben auch lächerlich ist. Das und wissen, dass man auch so eine Frau werden kann oder Mann, der da liegt. Ja. Ich habe ein anderes Beispiel. Ich glaube, Sie haben meinen Film Der Ball gesehen, aus meiner Heimatstadt, den ich quasi mein zweiter Film war, noch auf der Wiener Filmschule gemacht habe. Und der Film wurde, es war quasi eine Dokumentation eines Schulballs, den ich selber als Schüler erlebt habe. Und anhand dieses Zeigen der Zeremonie und des Vorgängens der Schulball wurde sozusagen quasi Kleinstadtmentalität, wenn man das so sagen kann, mit einem Wort aufgedeckt und zäsiert. Und dieser Film wurde zunächst in Wien in den Kinos gezeigt, war ein großer Erfolg. Das Kino hat endlos gelacht, die Zuschauer. Ja. Und haben aber sozusagen, weil sie sozusagen die Städter haben über die Provinzler gelacht. Ja, ja. Und das ist das gefährlich. Ja. Aber Sie müssen vielleicht dazu weil sagen... Weil man kann natürlich einen ähnlichen Film über den Opernball machen, genau. Ist ganz klar. Vielleicht müssen Sie, das weiß nicht jeder hier, dass dieser Film auch Grund war, dass Sie von der Filmschule geflogen sind. Der Filmschule hat gesagt, so ein Film geht bei uns nicht, Herrn Seidel. Er hat gesagt, sozusagen, das schadet doch dem Ansehen dieser Filmschule. Ja, wie schrecklich. Da hätte man höhere Erwartungen von einer Filmschule in Wien, aber leider. Wir machen einen kleinen Ausflug. Es hat sich verändert, also ja? Hoffnung. Verbessert? Hoffnung. Hoffnung, doch. Okay. Einen kleinen Ausflug, wir haben noch etwas Zeit. Wir lieben nämlich dieselbe Person. Das wissen Sie vielleicht nicht, aber doch, Sie wissen es. Wir lieben beide Erich von Stroheim. Erich von Stroheim, geboren in 1885 in Wien, gestorben in Paris. Herkunft jüdischer Eltern, hat sich selbst völlig erfunden in den USA. Sein Leben ganz von vorne an. Regisseur, Schauspieler, Produzent. Ich möchte gern kurz mit Ihnen über von Stroheim reden. Aber um von Stroheim, unsere gemeinsame Liebe zu ehren, ein Ausschnitt aus Sunset Boulevard. What is it, Max? Want to wash the car? Or you're doing a little spying in your off hours. You must be very careful as you cross the patio. Madame may be watching. How about going up the kitchen stairs and undressing in the dark? Will that do it? I'm not inquiring where Mr. Goodis goes every night. Why don't you? I'm writing a script, and I'm going to finish it, no matter what. It is just that I'm greatly worried about Madame.
Sure you are. And we're not helping her any. Feeding her lies and more lies. Getting herself ready for a picture. What happens when she finds out? She never will. That is my job, and it has been for a long time. You must understand, I discovered her when she was 16. I made her a star, and I cannot let her be destroyed. You made her a star? Yes. I directed all her early films. There were three young directors who showed promise in those days. T.W. Griffith, Cecil B. DeMille, and Max von Meyerling. And she's turned you into a servant. It was I who asked to come back, humiliating as it may seem. I could have continued my career, only I found everything unendurable after she'd left me. You see, I was her first husband. Was gefällt Ihnen so an Erich von Stroheim? Also meine Liebe zu Stroheim beginnt ja woanders, die beginnt beim Stummfilm, also die Stummfilme, die er gemacht hat, in seiner Unverfrorenheit und Unermesslichkeit, wie ich finde. Also er hat ja Studiofilme gemacht, aber er hat sie auch mit einer unglaublichen Präzision gemacht und einem unglaublichen Drang und Willen nach Echtheit. Also da wurde selbst sozusagen bei Statisten, bei Militärs oder so, mussten die Uniformen quasi wirklich echt sein. Die mussten dann aus Österreich angeliefert werden, aus der Monarchie oder so. Und all das sozusagen, den Willen zu dieser Präzision und auch die Unbeugsamkeit seines durchzusetzen, die Unermesslichkeit, auch mit dem Dreh nicht aufhören zu können. Er konnte nie aufhören und hat, ich weiß nicht, wie viele Mengen an Material gedreht. Da gibt es so Affinitäten. Und natürlich gibt es Affinitäten auch zu seinen Themen, zu seinen, zu dieser Sehnsucht, ja, zu diesem Mann-Frau-Verhältnis. Ja. Und die Tatsache, dass er sein Aber Leben... Aber was ist für Ihre Liebe? Sein erfundenes Leben, das fasziniert mich. Ja. Was Sie gerade gesagt haben über von Stroheim, das Bedürfnis nach Echtheit, das gilt auch für Ihnen, oder? Ja. Das finde ich eben so, diese Affinität, obwohl meine Filme in der quasi Realität stattfinden und er hat ja sozusagen im Studio gedreht, ist es trotzdem sozusagen hier diesen Willen, echtes Zeugen, ähnlich. Und auch, dass man nie zufrieden sein kann, dass man quasi nicht aufhören kann zu drehen an einem Film, weil es nie perfekt ist. Ich glaube, jetzt habe ich es, ist der Perfektionismus, der einem treibt und der einem auch selber manchmal im Weg steht, weil man sich selber schon nicht mehr aushalten kann, vor lauter Drang nach Perfektion. Aber es ist schrecklich, oder nicht? Ich habe Sie kurz vor dem Anfang dieses Gesprächs gefragt, warum machen Sie keinen Film über von Stroheim? Dann haben Sie geantwortet, machen Sie es doch. Bitte. Ich produziere. Gut. Abgemacht. Wir sind fast am Ende, aber ich noch zwei Sachen. Sie haben einmal gesagt, ich habe genug davon, wenn man aus Österreich kommt, wird man immer verglichen mit Elfriede Jelinek, Thomas Bernhard und Michael Haneke. Ich will Sie mal nicht vergleichen, aber ich möchte gern etwas sagen über Ödön von Hörwarth. Ein Österreicher, ein Schriftsteller, hat Theaterstücke geschrieben, Glaube, Liebe, Hoffnung, Sie haben es auch mehrere Male erwähnt. Und er musste flüchten vor der Gestapo und kam kurz vor dem Zweiten Weltkrieg an seinem Ende in Paris, als bei einem Unwetter ein Baum auf ihm gefallen ist. Das kann man ein Gnaden. So grauselig ist das Schicksal. So grauselig oder vielleicht auch besser, man weiß es nicht. Ein Satz möchte ich, weil etwas über Europa, vielleicht können wir auf diese Weise doch sagen, aus seinem schönes Buch, Jugend ohne Gott, vielleicht ist Ihnen vergrausamt auf der Schule in Österreich. Ich habe sie gelesen, der Horvath, in meiner Internatszeit. Für mich war es sehr schön. Es spielt so für eine Vorkriegszeit, Nazizeit. Und da sagt der Lehrer, es kommen kalte Zeiten, das Zeitalter der Fische. Geht das auch für unser Zeitalter? Kommen noch kältere Zeiten oder...
Man weiß es nicht, aber es schaut, wie gesagt, nicht so gut aus. Aber die Chancen sind ja auch noch da. Also es ist die Chance da, aber ich glaube, man muss halt auch darauf reagieren, was in der Welt los ist, nicht? Sonst geht es böse aus. Man muss darauf reagieren und das machen Sie. Also Afrika wird sich nicht ändern. Ja? Nein. Es und wird wir? Nicht. Das ist die Frage. Also wenn Afrika sich nicht ändert, müssen wir uns vielleicht ändern. Ja, ich glaube ja. Gut. Die Verhältnisse sind ungleich. Also. Die sind ungleich, das stimmt. Das letzte das letzte Fragment, was ich zeigen möchte, kommt aus einem Film Models. Ein Film über Models in Wien. Die Models spielen sich selber. Und vielleicht erst das Fragment und dann reden wir noch kurz über die Liebe. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich sehr. Ich liebe dich. 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 Muss man da? Kurz. Kurz, aber kräftig, oder? Ich weiß nicht. Doch. Muss man doch dazu etwas sagen? Ich nicht, also. Dann würde ich sagen, ich habe von Ihren Filmen gelernt, vieles, aber auch, dass es keinen Weg aus der Einsamkeit gibt und dass wir uns trotzdem ändern müssen. Schöner Können Satz. Sie damit leben, wenn ich das Ihnen sage? Schöner Satz. Also es ist genauso, mir fällt dazu ein, wie ich jung war und begonnen habe mit Filme zu machen, war ich immer der Meinung, man kann mit Filmen die Welt verändern. Also das war mein Ansatz, mein Ausgangspunkt. Ich möchte Dinge in der Welt verändern mit meinen Filmen. Ich bin natürlich sehr bald drauf gekommen, dass es nicht geht. Und trotzdem muss man jeden Film so machen, als ob es gehen würde. Danke. Also, ja, Sie dürfen klatschen. Jetzt ist es an Ihnen. Ich bin wieder deinen Namen vergessen. Verzeihung. Absalin läuft herum mit einem Mikro. Sie können Fragen stellen auf Englisch oder Deutsch oder Holländisch. Ich werde dann übersetzen. Aber sagen Sie auch bitte Ihren Namen und wie gesagt, wirklich Frage, also keine Statements und Anekdoten. Hallo, ich möchte gerne wissen, ich heiße Michiel. Ich möchte gerne wissen, wie es mit dem Busenfreund geht. Ob Sie noch immer Kontakt haben mit ihm? Ja, ich habe Kontakt mit ihm. Er ist vor 2 Jahren 70 Jahre alt geworden. Ich habe für ihn ein Geburtstagsfest ausgerichtet. Er hat ja zuletzt auch in einem Theaterstück, also zuletzt vor 2 Jahren, Theaterstück bei mir mitgespielt. Und er hat ja auch hier in Paradies Glaube mitgespielt. Haben Sie offensichtlich jetzt nicht gesehen. Also eine großartige Szene über das Vaterunser. Also ich bin nach wie vor und ich begegne ihm, immer wenn ich im Österreichischen Filmmuseum bin, begegne ich ihm, weil er jeden Tag dort ist. Vielleicht müssen Sie noch erklären, der Busenfreund ist einer Ihrer ersten Filme, die Sie gemacht haben. Nein, es ist nicht einer meiner ersten, das stimmt nicht. Busenfreund ist, also, das ist jetzt schwer zu erklären für ein Publikum. Das okay. Nicht weiß. Können Sie etwas dazu sagen, sonst ist es so eher... Das ist ein Mann, der sozusagen, ich habe einen Film über gemacht, weil er sozusagen zu einer Schauspielerin, Senta Berger, eine deutsche Schauspielerin, so quasi eine Beziehung hatte, eine
über Jahrzehnte lang, beziehungsweise es war seine großartige Liebe, ohne dass er je mit ihr im Kontakt war. Also er hat auch seine übergeordnete, sogar sexuelle Beziehung zu ihm gehabt. Aber ich fühle mich jetzt ganz nicht imstande, das, was der Film zeigt, irgendwie zu erklären, weil es ist um so viel weniger, also wie man den Film sehen würde. Aber was der Herr meint, ist so, ich entdecke manchmal Leute für einen Film und die kommen dann in einem anderen Film wieder vor, mal im Spielfilm und mal in meinem Theater und so. Und der René Rupnik ist so jemand. Und seine Liebe zu den Busen, deswegen heißt er Busenfreund, große Liebe zu den Busen der Frau, ist unverändert. Ach, es gibt's auch wieder hoffnungsvoll. Eine weitere Frage. Ich habe eine ganz technische Frage. Ich habe den Eindruck, dass Sie mit einem viel größeren Team arbeiten, als im Allgemeinen üblich ist bei Dokumentarfilmen. Stimmt das? Also 6, 7 Leute oder so? Sie meinen Dokumentarfilm oder Sie meinen Spiel? Nein. Meinen Sie Dokumentarfilme oder Spielfilme? Weil das Unterschied ist ja nicht ganz klar bei Herr Seidel. Nein, ich meine ganz einfach, mehr Kameraeinstellungen gleichzeitig. Nein, dass ich drehe, da sind Sie ein bisschen im Irrtum, ich drehe möglicherweise sogar mit weniger Leuten, je nachdem. Aber es gibt immer nur eine Kamera, es gibt keine zwei Kameras. Und ich habe ein Team von 5 bis 7 Leuten. Beim Spielfilm habe ich vielleicht 20 Leute. Ich rede nicht über den Spielfilm. Okay, bitte. Okay. Weitere Fragen? Ja, da ist noch eine Frage hinter, ja. It's going to be in English. I was just wondering, I can't help but compare your work to the work of another European director, the Swedish director, Roy Andersson. I think you handle similar themes. I'm not sure if you're aware of his work. Finde ich nicht. Eine klare Antwort, danke. Nein. Aber ich mag ihn sehr, ich mag seine Filme, aber das ist trotzdem was anderes. Noch Fragen, Bemerkungen? Sonst? Ja? Bitte, die letzte. Mein Name ist Kuhn und meine Frage ist, hat die Tabuisierung der Sugar Mamas nicht auch mit der Frage der Rasse zu tun? Weil es sich um schwarze Männer handelt? Und inwieweit ist das ist ein nicht unrichtig. Thema? Ist nicht unrichtig. Es ist sicher sozusagen ein Unterschied, ob sich eine weiße Frau mit schwarzen Männern einlässt oder mit ukrainischen Männern, was nicht stattfindet. Glauben Sie, das wäre weniger tabu, wenn eine Dame aus Österreich einen jungen Herrn aus Ukraine zahlt für Liebe und Sex? Ein junger Herr ist was anderes. Der junge Herr bekommt immer Sex in der Ukraine. Das wissen Sie. Das weiß ich ungefähr, ja. Da also schon, recht. Wenn er im Hotel ankommt, bekommt er das. Also er braucht die österreichische Frau gar nicht, meinen Sie. Ökonomisch gesehen hat das keinen Zweck, hat es keinen Sinn. Es kommt darauf an, also auch Frauen aus dem Osten verlangen Dinge, also das ist nicht so. Auch Frauen aus dem Osten verlangen Dinge. Gut, das sollte man auch behalten. Also ich glaube, wir sind fast fertig, aber wenn es dringend ist, ja bitte. Warten Sie auf die Mikro, bitte. Ja. Haben Sie die letzten Männer gesehen? Ich habe eine Frage. Nee. Oh. Entschuldigung. Gerade haben Sie gesagt, dass Sie im Keller auch in Deutschland hätten drehen können. Also da frage ich mich, glauben Sie nicht, das ist ein spezifisch österreichisches Phänomen? Und das gilt auch für Ihre anderen Filme? Nein, ganz und gar nicht. Also sozusagen, es gibt natürlich jetzt rein örtlich oder physisch gesehen auch Keller in Deutschland. Zum einen, es gibt sicher auch die Menschen. Und das, was ich sozusagen damit auch zeigen wollte, in einem übergesetzten Thema, ja, es geht ja immer darum, sozusagen, es geht in dem Thema Keller auch um ein Doppelleben oder das Doppelleben zu thematisieren. Es geht um ein zweites Ich, was man in sich selber hat. Man hat in sich selber sozusagen trägt man auch Abgründe in sich. Es geht um das Thema der Abgründe. Und es gibt Menschen, die leben diese Abgründe und andere leben sie nicht aus. Aber Abgründe haben wir alle in uns, ich genauso. Das war das Thema. Der Keller ist, wenn Sie so wollen, zwar real vorhanden, aber auch symbolhaft.
Und ich glaube, die Deutschen mindestens so viele Abgründe wie wir. Abgründe gibt es überall. Ich bedanke mich bei Herrn Seidel für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen, für das Publikum, für dass Sie da waren, dass Sie zugehört haben. Behalten Sie bitte diesen Satz, dass es nicht nur in Österreich Keller und Abgründe gibt. Also schauen Sie bitte heute Nachmittag noch, heute Abend in Ihrem Keller oder Ihrem Abgrund. Kommen Sie gut nach Hause. Ich bedanke mich nochmals und wir sehen uns bestimmt wieder. Danke. Vielen Dank. Danke.